Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Rocky-Video wird es nicht zu lange, weil mein Handy fast leer ist. Das heißt nicht, dass du ziehen darfst. Das heißt nicht, dass du ziehen darfst. Mein Handy fast leer ist. Das ganze Video fast so an, dass du. Als was du gelernt hast. Super. So, nochmal fokussieren. So, jetzt. Und nur als Info, im März beginnt er bei der Hundeschule. Weil er braver sein wird nach der Hundeschule und nicht so. Vor dem Video war das so brav. Das war deutlich gerade. Das war gerade wirklich deutlich, dass er die Pfote gehoben hat. Es ist voll weiß. Ich habe einfach nur mit. Dir schön spazieren gehen, Rocky. Und nicht, dass irgendwer zieht. Mag bitte schön spazieren gehen. Das ist nicht schön. Wie ihr jetzt merkt, aber er ist schon stehen geblieben. Also super gemacht, Rocky. Foto muss auch in der Höhe sein. Gehen wir da durch. Okay. Nein, ich habe trotzdem Spaß, wo ich, wenn ich mit Rocky spazieren gehe. Obwohl das Ziehen manchmal wirklich ein bisschen nerven kann. Aber ich habe Spaß dran. Ich muss Verständnis haben, der war doch nicht in der Hundeschule. Immer da runter, Rocky. Das sind meine Fußspuren, Kleiner. Das sind gar nicht meine Fußspuren. Das sind von irgendeinem anderen die Fußspuren. Schneit schon wieder? Ich würde so gerne an seinen Geburtstag oder noch früher ein neongelbes Geschirr kaufen. Wie schön wäre das? So richtiger Boy. Oh, wie das ausschaut. Mal blau nicht und grün sicher nicht. Wir gehen nicht am Berg. Ich bin voll auf meinen Maulwurfshügel gestiegen. Wow, Rocky! Wir brauchen eine längere Leine. Bringt nichts. Du brauchst einen Freiraum, Rocky. Er braucht wirklich mehr, dass er laufen kann. Und nur 5 Meter genügt nicht. Wenigstens, wenn wir spazieren gehen. Dass er bisschen mehr laufen kann. 5 Minuten noch und dann stoppe ich das Video.
Okay, und dann sage ich tschüss.